Das Teil funktioniert irgendwie nicht. Warum? Glaubst du nicht, dass du 100 Frauen beglückt hast? Nee, das stimmt. Ja, ja. Ja, fast. Mann, Andi, ich hab dich zum Tragen gebucht und nicht, dass du hier meine Sachen durchwühlst. Weißt du was? Nimm das Ding und spiel woanders rum. Sag mal, willst du eigentlich dauerhaft hier wohnen? Ja, brauche ich wenigstens nicht mehr für jeden Scheiß in die WG rennen. Ich hab nur gefragt. Wenn man verliebt ist, hört man die seltsamsten Sachen. Lass deinen Gefühlen freien Lauf und steh zu deiner Liebe. Bla, bla, bla. Hätte mir vielleicht noch was Dümmeres einfallen können als mein dämlicher Gefühlsausbruch? Morgen. Hey. Morgen. Braucht ihr noch Hilfe? Spar dir lieber deine Kräfte. Dan hat gestern Hagen geküsst. Oh. Na und? Es war nur so ein kurzer Freudenausbruch. Mir bedeutet es nichts und Hagen, der schnallt sowieso nichts. Er interessiert sich nur für den Rennstall und für Pferde. Genau wie ich. Piep. Meine Psychotherapeutin meint dazu, dass wir Männer sensibler sind, als ihr denkt. Wir zeigen es nur anders. Piep. Wenn Hagen auch nur eine Sekunde gemerkt hätte, dass die kleine Schwester seiner Frau in ihn verliebt ist, dann wäre er doch schon längst hierher gekommen und hätte mich lang gemacht. Morgen. Dana, kann ich mal kurz sprechen, bitte? Super. Das habe ich jetzt davon. Von wegen ehrlich wert am längsten. Hagen hat kapiert, was mit mir los ist und reißt mir gleich den Kopf ab. Frau Linse, es war lecker, wie immer. Warum hast du Hagen nicht einfach reden lassen? Er hat so ernst angefangen und dann auch noch so komische Pausen gemacht. Es geht ja auch um seinen Rennstall. Ich war halt nervös. Woher sollte ich denn wissen, dass er nur mit mir reden will, um mir eine Chance zu geben? Das ist so bescheuert. Und ich fange auch noch an, mich zu entschuldigen. Also spätestens jetzt wird er gemerkt haben, was mit mir los ist. Hallo. Was ist los mit dir, Schwesterchen? Muss ich mir Sorgen machen? Nein, Anna ist nur ein bisschen nervös, weil sie gleich Dionysos vor Hagen trainieren muss. Immer nur Pferde. Ich dachte wenigstens am Anfang unserer Ehe wäre ich das Wichtigste für Hagen. Im Moment geht es eben um alles. Wir müssen das Derby gewinnen, um den Rennstall zu retten. Du darfst Hagen nicht enttäuschen. Wo ist er denn eigentlich? Der ist noch in der Stadt was erledigen. Ah, okay. Dann tschüss. Ich habe langsam das Gefühl, dass jeder es eigentlich weiß. Weil es dick auf meiner Stirn geschrieben steht, ich bin in Hagen verknallt. Dana, ich glaube nicht, dass... Sie wird mich hassen. Meine komplette Familie wird mich verstoßen. Ich werde meinen Job verlieren. Und ich hätte es auch noch verdient. Hagen gibt dir gerade die Chance, dich zu beweisen. Ich glaube nicht, dass er irgendwas gemerkt hat. Jetzt mach dich doch nicht so verrückt. Dana, das ist ja gerade die Chance deines Lebens. Als Jockey bei diesem Derby, davon hast du auch immer geträumt. Also, konzentrier dich jetzt einfach mal auf dich und auf Dionysos und sonst auf gar nichts, okay? Ich versuch's. Und jetzt ist erstmal was. Okay, und nun die Frage aller Fragen. Das ist so bescheuert. Hast du meinen Joghurt heute Morgen gemobst, ja oder nein? Nein. Du schuldest mir 79 Cent. Und hilft dir das irgendwie bei deinem Therapiekram? Es gibt eben auch Menschen, die geben sich Mühe, an sich selbst zu arbeiten. Verwirklichen Sie alle Ihre sexuellen Wünsche? Ja. Hast du dich gerade selbst bei einer Lüge ertappt? Das ist nur, wenn ich mir die Frage selbst gestellt habe, dann bin ich so aufgeregt, dass das Ding von alleine piepst. Wenn du das ernst meinst, brauchst du wirklich eine Therapie. Mann, es gibt für all die Fragen hier doch bestimmt auch ehrliche Antworten. Warum sagst du die Helena nicht einfach? Weil sie dann bestimmt noch mehr wütend auf mich ist. Andi, es geht bei diesen Gesprächsstunden aber nicht nur darum, Helena glücklich zu machen. Es geht auch darum, was du willst. Ach, das weiß ich doch. Wir gehen gleich noch ein paar Runden in der Halle. Und dann schafft sie draußen locker die 1,5. Lagen Sie schon unter 1,40? Dana hat die Strecke schon in 1,15 geschafft. Oder, Dana? Machen wir gleich wieder 1,30? Wenn euch das reicht. Riskier nicht zu viel, das ist noch kein Rennen. Alles in Ordnung bei dir? Wieso? Naja, ihr wirkt ein bisschen nervös. Das ist doch gut so. Die Anspannung vor dem Start ist völlig normal. Ganz ruhig, okay? Du
was leicht reden. Schließlich muss ich dir hier und heute beweisen, dass wir das packen. Geh das Ganze nicht zu hart an. 1,30 reicht vollkommen aus. Das ist heute nicht deine letzte Chance. Okay. Bist du fertig? Mhm. Ich gehe dann schon mal rüber zur Rennstrecke. Ach, und stell dir einfach vor, ich wäre nicht da. Hm? Weißt du, was das Gute am Rennsport ist? Es ist in wenigen Minuten vorbei. Und egal, wie es ausgeht, danach weiß man, wo man steht. Moment, also das verstehe ich nicht. Hagen sagt, er liebt dich nicht. Dann lässt er sich das vom Lügendetektor bestätigen und behauptet dann, dass das Gerät spinnt. Was stimmt damit nicht? Das Teil funktioniert tippitoppi. Vielleicht war ihm das Ganze einfach zu albern. Ja, aber was hat er denn erwartet, dass das Gerät piepst, weil er lügt? Er ist nicht verliebt in mich, okay? Dann habt ihr ein Paradoxon geschaffen. Leute, wenn ein Lügner sagt, er lügt, sagt er dann die Wahrheit? Ja. Andersrum, wenn Hagen die Wahrheit sagt, aber gleichzeitig behauptet, dass das Gerät spinnt, dann stimmt doch was nicht. Das wird zu abstrakt. Waren deine Stoppzeiten wirklich so schlecht? Ich habe mir alles verbaut. Aber Hagen hat mir die größte Chance meines Lebens gegeben. Reiß dich zusammen, frag ihn, ob du noch eine Chance kriegst. Über alles andere müsst ihr ja nicht mehr reden. Aber wir. Oh, Helena. Jetzt unter vier Augen. Übernachten Sie hier? Ja, aber nur vorübergehend. Ich hoffe, das ist okay. Dres. Beziehungspause. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann sag was. Ich schaff das schon nicht. Er fehlt mir nur so. Dann mach doch was. Aber was denn? Ich hab Angst, okay? Und ich hab keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Aber jetzt habe ich dich schon lange genug zugenüllt. Prost. Prost. Ja klar, hat Dana nicht so viel Erfahrung, aber sie und Dionysos sind ein gutes Team. Keiner kennt dieses Pferd so gut wie sie. Und ihre Zeiten sprechen für sich. Diese vermasselte Proberunde, das war eine Ausnahme. Aber warum? Ich habe sogar schon gedacht, dass sie in mich verliebt ist. Und? Was und? Ich habe mich total zum Affen gemacht. Dana weiß, dass sie gewinnen muss. Also, so schnell werden wir keinen besseren Jockey finden. Weißt du? Tschüss. Ciao. Ciao. Danke. Weißt du, manchmal denke ich, dass ich den Job ja unverkündigen sollte. Und dann weg von Marlene und Hagen. Und dein Jockey-Traum? Hättest du denn da woanders eine Chance? Hier habe ich doch auch keine mehr. Ich meine Gefühle nicht im Griff ab. Hallo. Hey. Hagen. Dass ich ihn noch erwische. Um es kurz zu machen. Ich will, dass du das Derby auf Dionysos reitest. Aber mir ist klar geworden, dass du besser mit Dionysos umgehen kannst als jeder andere. Bitte, Dana. Du bist genau die Richtige für den Job. Nein, ich kann das nicht. Ich habe deine Trainingszeiten gesehen. Das heute war eine Ausnahme. Die Probezeiten haben bewiesen, dass ich meine Nerven nicht im Griff habe. Das kannst du trainieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in so einer kurzen Zeit die optimale Laufzeit und mich in den Griff krieg. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Das Bestehen des Gestüts, der Familienfrieden. Hang, ich bin nicht die Richtige für den Job. Und das ist mein letztes Wort. Menschen, die lieben, verlieren zu schnell ihren Ehrgeiz.